Merhaba, ihr kleinen Magis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins, hier im schönen Siva mit dem Magi Bayek. So, liebe Freunde, was erleben wir heute? Hier wartet die Heilerin auf uns. Da können wir nochmal vorbeischauen, und ansonsten ist hier halt noch ein Aussichtspunkt. Hier auch noch? Achso, Schnellreise? Nee, können wir noch nicht, ne? Da können wir schnell reisen. Okay, alles klar. Kamel! Jo, was war da los? Achtung! Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Was denn? Elende Missgeburt, was hey! Mal ganz vorsichtig, ja? Zurückgekehrt. Ist natürlich auch geil, dass man einfach auf dem Kamel reiten kann, ne? Ist wahrscheinlich auch der einzige Assassin's Creed-Teil. Gut, könnte aber natürlich in Mirage dann wieder sein, dass es da auch Kamele gibt. Wobei in der Stadt dann wahrscheinlich eher Pferde. So, kann ich hier schon... Okay, ich versuche mal eben hier lang. Wir sind letzte Folge ja auch knapp dem Tod entronnen. Rabia. Bayek. Wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen. Wir sind ja letzte Folge knapp dem Tod entronnen, den Soldaten... entronnen. Und eine Challenge könnte natürlich sein, dass man versucht, in diesem Let's Play nicht zu sterben, Freunde. Das könnte ich mir jetzt vornehmen. Und wisst ihr was, das mache ich auch. Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes, altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek. Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Oh, die Katze. Das ist freundlich von dir. Möge dein Kar gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt, und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Ja, ist doch klar. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Okay. Snai könnte hier überall sein. Das verfolgen wir natürlich gleich. Und da fällt mir gerade noch ein, ich habe einen Tipp bekommen bei der Ausrüstung. Kann ich hier noch die Kapuze aktivieren? Guck dir das mal an, Junge. Guck dir das mal an, Alter, mit dem Schlangenkopf. Baba. Baba. So, Zenu. Okay. Da ist noch ein Eingang. So, okay. Mit Leertaste können wir wieder schnelle Züge machen. Zack. Nummer eins. Aber wir müssen noch Schätze finden. Nummer 2. Und die Nummer 3. So, aber wo sind die Schätze, Kind? Da muss ich vielleicht nochmal hoch. Mit 10 Uhr drüber fliegen. Ach, da drüben. Okay. Okay. Ja.
Wobei ich ja eigentlich, hatte ich ja gesagt, sowas mache ich offscreen. Auch so schön, wie die Flamingos da drauf landen. Cool. Komm, da muss ich irgendwo reintauchen. Das mache ich dann entweder offscreen oder ich nehme es halt auf und aber dann im Schnelldurchlauf. Hatte ich ja gesagt. Ich muss mich auch dran halten, Freunde. Ist natürlich eine Gewöhnungssache. Ihr wisst, ich gucke mir immer alles ganz genau an. Möchte alles zeigen, aber es ist halt irgendwann auch langweilig, ja. Ist ja verständlich. Deswegen, wir machen in diesem Let's Play die Hauptmissionen, die Nebenmissionen und den Rest mache ich dann im Schnelldurchlauf. Und ich muss mich auch noch daran gewöhnen, nicht immer Shift zu drücken. Verdammt, das ist jetzt alt! So, warum renne ich denn eigentlich schon wieder? Kamel! Sehr schön. Ja, hast richtig gesehen. Der Magi ist da. Aus dem Weg. Hä, Junge, du hast doch Platz, Alter! Was ist passiert? Oh, sogar gedämpft. Sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Wir Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut. Eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Aasgeier. Sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. Okay. So, liebe Freunde, ihr plündert hier also, ja? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Boom. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Aber nicht so schlimm. Verflucht. Nicht viel da. Zeno, weise mir den Weg. Ja, ja, okay. Noch mehr Soldaten da drüben. Das ist eine Arbeiterin. So, wie sieht das da drin aus? Hier ist das Papyrus. Okay, okay. Wie gesagt, Freunde, Challenge in diesem Let's Play, nicht sterben. Wird hart, wird richtig heilt. Wie, der heilt, Junge? Der braucht eine Heilung. So. Das sollte erstmal reichen. Okay. Wow. Hey. Oh, oh. Gott. Oh. Verflucht. Nicht viel da diesmal. Oh, jetzt kommen die alle her, oder was? Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön umgucken. Wir kommen schon klar. So wie immer. Es lohnt sich, das Lager zu überfallen. Tja. Hey, wer weiß, ob es hier sicher ist. Boom. Hey, was? Ja, und jetzt hat man mich gesehen. Kein Problem, Freunde. Wir verschwinden wieder im hohen Gras. Oh, man folgt uns gar nicht. Guck mal, hier hätte man auch rein können. Verflucht. Nicht viel da diesmal. Kann ich etwa schon von hier? Ich kann's wirklich? Oh mein Gott. Zack. Wunderbärchen. Boom. Bist du betrunken?
Bist du da? So. Zack. Also ich meine, die Aufgabe ist, ich soll die töten, aber die so außer Gefecht zu setzen, scheint ja das Gleiche zu sein. Was macht er? Er sieht mich dann halt, ne? Ah, sehr gut. Bumm! Okay. Nicht umdrehen, nicht umdrehen! Okay, die Kollegen hier draußen haben wir. Jetzt geht es ans Eingemachte. Da bist du ja. Na dann komm her. Du Sau. Zack. Wow. Vorsicht, Vorsicht. So. Hier ist ein Schriftstück. Ein langer Trunk. Komm und finde mich in Siva am Boden der einzigen Schale, die groß genug für... Ich konnte es nicht mehr lesen. Ach, aber das sind dann die Rätsel, oder wie? Gibt es wieder Rätsel? Das ist ja auch cool. Hier gibt es noch was. Zurück zu Rabia. So, da bin ich schon wieder. Ja. Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Quest abgeschlossen, die Heilerin. Fast Level 6, liebe Freunde. So. Kamel, komm. Verzeihung. So, ich würde sagen, wir gönnen uns mal hier den Aussichtspunkt. So, ja. Wow. Wow. Oh Gott, alles kaputt gemacht. Die Trainingspuppen. Upsi. So. Oh, Mann, die schönen Palmen, Junge, es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Und nun der Todessprung. Hui. Okay. Was ist das hier eigentlich? Eine Schneiderei? Kann ich mir da Klamotten kaufen oder was? Also Rüstung, das mache ich aber im Schmied. Schauen wir mal. Bürger von Siva! Jawohl. So, kaufen. Kleidung des fremden Reiches. Mhm. Persischer Prinz. Oh, seltene Montur. Okay, das sind einfach nur so Outfits dann, ne?
Der persische Prinz sieht schon sehr cool aus. Ägyptisch weit. Marodeurs Anführer. Auch sehr cool. Aber das Outfit, was wir gerade haben, ist natürlich auch sehr schnieke. Verkaufen. Ah. Plunder. Also Plunder kann man doch theoretisch immer verkaufen, oder? Verkaufe unnötige, unnötige Gegenstände. Komm. Machen wir mal. Zack. Okay. Oh, ganz gut Kohle noch bekommen. So, dann schaue ich jetzt nochmal hier schnell beim Schmied vorbei. Grüße dich! Schön, dich zu sehen. Aufrüsten. Einfache Schwerter. So. Bronzeschwert. Ist ungefähr gleich. Das hier, Vox Populi, hat natürlich mehr Eigenschaften noch. Aufrüsten für 1500. Nee, Quatsch, das ist ja... Hä? Nee. Das ist überhaupt nicht gleich. Ich habe auf die falsche Anzeige geguckt. So, da könnte man natürlich noch ein bisschen was rausholen dann, ne? Aber 1500 Mark ist halt schon... Ganz schön happig! Aber komm, wir gönnen uns mal. Nice. Okay. So. Was kann man eigentlich sonst noch? Wir können nur Waffen aufrüsten, ne? Ja. Okay. Auffüllen. Pfeile sind voll. Okay. Verkaufen. So, den ganzen Kram hier können wir natürlich auch verticken dann wieder, ne? Brauchen wir alles nicht. Verkauft. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von den schweren Waffen. Das nehme ich dir gern ab. Du findest immer interessante Dinge, Bayek. So. Wie ist denn das eigentlich? Leb. Ausrüstung. Da würde ich das einfach mal jetzt tauschen gegen das hier. Ne? Okay. Gut, haben wir das auch erledigt. Dann würde ich sagen, als nächstes Quests. So. Das ist die Hauptquest, die wir noch haben. Ich würde sagen, die gehen wir jetzt an. Stufe 5. Haben wir locker. Das heißt, Abflug. Kamel! Junge, das dreht jetzt richtig am Rad. Dank alles, was ihr habt. Eure Höfe, eure Güter, eure Kinder. Medunamun. Was stimmt nicht mit dir? So. Wir müssen nochmal in diese große Anlage rein. Wo ich aber alle Schätze gefunden habe. Das hatten wir letzte Folge erledigt. Ich versuche jetzt hier mal noch ein paar Wachen zu lokalisieren. Alle werde ich wahrscheinlich nicht finden. Die Kollegen noch. Okay. Das sollte reichen. Wow. So, Junge, erstmal gibt's hier einen schönen Bumm. Und wir sind drin. Oh, alter Flamingo! Was soll ich euch denn sagen?
Ich weiß nichts. So, den hatten wir letztes Mal schon gehört. Ich würde sagen, den befre... Bist du das? Ja. Hol mich heraus. Okay, psch. Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Oh. Warte. Bayek, wo willst du hin? Warte, Junge. Sag doch nicht dauernd meinen Namen, Alter. Und schrei nicht so. Einer nach dem anderen. Zack. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Bayek, bist du das? Ja, hol doch. Mich heraus. Lasst mich wenigstens mit meiner... Warte. Bayek, wo willst du hin? Lasst sag mich nicht lang. Probier's mal hier landen. Okay, er wird ja jetzt wieder hier hinterkommen gleich. Eine finale Abreibung. An uns kommt keiner vorbei. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Okay, jetzt kommt er. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Na, ja. Hey, was? Ah, jetzt haben mich alle gesehen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber wir verschwinden wieder im hohen Gras. Bayek? Ja. Bist du das? Ja, ich bin es. Du siehst richtig. Warte. Hat der irgendwie Amnesie oder sowas? Wo bist du hin? Komm her. Komm her. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Bumm. So, na also. Jetzt können wir ihn freilassen. Bayek? Bayek? Bist du gleich? Ja! Heraus. Ist doch gut, Junge. Deinem komischen Helm. Sie haben 4 andere Priester geschnappt. Ich hoffe, sie sind noch am Leben. Versteckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. Hier haben wir hier noch eine kleine Side-Mission bekommen. Okay. Okay. Ja. Okay. Was sind das nicht 4? Achso, hier sind 2. Okay. Soll ich die zuerst befreien? Ich denke schon. Ja. Dies ist ein heiliger Ort, der Tempel des Amun. Hey. Was? Pass auf. Was? Stimmt was nicht. Okay. Versuch's jetzt mal hier hinten lang. Zack. Hey, was? 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 So. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Komm ich hier hoch? Ja. Sehr schön. Okay, okay. Alles klar. Zack. Nein, scheiße. Ja.
So. Hä? Ach ja, so. Jetzt können wir ihn... Ach, okay. Wir können ihn nur tragen, wenn die wirklich... richtig Bayek, tot sind. Was hast du hier verloren? Psst, Schnauze! Ich bin am Verdursten. Bayek, sie töten dich, wenn sie dich hier finden. Ja, wie wär's, wenn du einfach leise bist? Dann finden die mich nicht. Oh Gott, da stehen auch noch zwei. Ah, dammit. Schwierig, schwierig. Die Götter werden dir nicht vergeben. Sehr schön, sehr schön. Was ist er denn für ein Klumpen? Der Tempel des Amun. Ach, der trägt da jemanden, okay. Oh. Bist du es wirklich? Ja. Ja, ich bin es. Gearscht. Den Göttern sei Dank. Gearscht. Dieser Irrsinn muss aufhören. Versteckt euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Oh, oh, oh. Du hättest nicht herkommen sollen. Jo. Lass ich dich leiden. Ja, ein Priester hat's nicht geschafft. Doch, er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Alles gut, Freunde. Alles gut. Ich brauche absolute Stille, wenn ich arbeite. Natürlich, mein Herr. Verzeiht mir, mein Herr. Kommt nie wieder vor, mein Herr. Ich sagte Stille. Guck mal nach drüben. Gib mir Deckung. Blitze ich auf. Oh Gott. Gemeinsam. Ungünstig, ungünstig. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weg, 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 weg. Ach Gott, Verstärkung ist auf dem Weg. Ein Traum. Ich bin ja auch selber schuld, ey. Ich hätte nochmal mit Zeno drüber fliegen müssen. Egal. Komm jetzt, wir befreien die jetzt fix und dann... Ist da jemand? Seid verflucht. Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Oh, die haben mich jetzt auch wieder gesehen. Oh Mann. Kannst du fliehen. Nee. Au. So langsam. Da bist du ja. Alter. Also, das müssen wir doch üben. So entkommst du mir nicht. Das müssen wir definitiv noch üben. Lalalala. Okay. Hä, wissen die, wo ich bin? Warum wissen sie, wo ich bin? Und jetzt campen die da bei dem Priester oder was? Die stehen da jetzt echt zu dritt, die Penner. Ist da jemand? Faules Dreckspack! Mach euch mal nützlich! Seid verflucht! Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Okay. Jetzt schnell befreien. Und weg. Geht es euch gut? Ich bin ziemlich mitgenommen. Aber es geht schon. Ach, jetzt muss ich... Versteckt euch, bis ihr aus dem... Bei Amuns Gnade. Das waren alle. Nee, okay.
Gut, alles abgeschlossen. Sehr gut. Okay, dann können wir das jetzt wieder verfolgen. Let's go. Medunamun. Tja, wie machen wir es, Freunde? Wie gehen wir vor? Oh, ich liebe es so zwischen den Bäumen. Auch das ist so geil. Er ist tot, mein Herr. Also bis jetzt gefällt mir der Parcours besser als in Odyssey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zack. Oh, wenn das nicht Assassinen-like ist. Zack. Okay, das ist jetzt nicht mal Assassinen-like. Komm ran hier. Komm her. Ja. Boom. Ah, ich muss den Tod noch bestätigen. Ah, ärgerlich. Dafür lasse ich dich leiden. Oh, 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 oh. War das jetzt clever? Ich weiß es nicht. Zack. Ich meine, ich kann den Ort auch auslöschen. Warum nicht? Gibt ja Erfahrungspunkte. So, mehr von euch. Level 1. Lächerlich. So. Na, es geht doch. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaften. Tugend? Ha? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Gut. Ey! Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hm? Ist gut. Kommt, kommt. Was jagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder, Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. So, wir ich gehen will, also meine Füße brennen. Mit unserem Sohn davon jagen. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Beschaffe den Pelz. In der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Des Leittiers, genau. Groß. Mit großen Hörnern. Da drüben. Mach's wie ich. Senno, Senno, okay. Komm zu mir.
Wieso rufst du Senu? Shenzida sagte, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Anubis wiegt dein Herz mit einer Feder auf. Diese Wiegezeremonie kannst du nicht beeinflussen. Zack. Treffer! Tat ihm das weh? Nein. Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Okay. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Oh, krass. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Lol, der hat den einfach gekillt? Stell dir vor, Dankeschön. Alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so, auch ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siva. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche, tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Jetzt einfach nur stehen geblieben. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Okay, ich wollte die noch ausreden lassen. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es ist schön, einfach nochmal die Erinnerungen zu erleben mit Chemu. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen dann zur nächsten Folge. Ciao.